Das geringere Übel. Sprich mit Captain Marquez. Haben wir noch irgendwas, was wir hier in der Stadt machen können, wenn wir jetzt einmal schon hier sind, bei Aktivitäten? Biete Mitch Benjamin Hilfe an. Sprich mit Sergeant Yumi. Der sitzt doch gleich hier vorne. Sprich mit, alter Schwede. Haben wir sonst noch was? Zerstöre, töte, analysiere, Orte siedende Meere im System, bla bla. Ja, und das sind zum Beispiel solche Sachen, das sind doch immer wiederkehrende Missionen, oder? Weiß nicht, ob ich das alles so im Dings mache. Verschwundene Fracht. Vermisst seine Lieferung, vorgesehene Stelle gelandet. Bestimmte Fracht von außerhalb des Planeten zu beschaffen. Die Fracht befindet sich in einem sicheren Lagerraum, Raumhafen. Ach, das war die Dings, ne? Komm, das machen wir mal. Das war doch die Tante aus der Bar. So, wo müssen wir hin? Oh, dahin. Okay. Das ist ein kürzerer Weg, als ich jetzt dachte, aber okay. Das Problem war doch, aber wir kommen doch noch nicht einfach rein, oder? Hallo? Warte mal. Hey, hier sollten sich Zivilisten eigentlich nicht aufhalten. Oh, hallo. Mein Schiff Kann steht ich aber... Kann irgendwie behilflich sein? Ja, mein Schiff steht da und... wie oft räumt die UC Security beschlagnahmte Fracht weg? Warum ist dieser Bereich abgesperrt? Oh, die Security hat jede Menge Fracht beschlagnahmt und nicht genug Lagerplatz. Also behalten wir einiges, bis sie alles inventarisieren können. Mhm. Also, brauchst du was oder... Ja, wie oft räumt die UC Security beschlagnahmte Fracht denn weg? Bin mir nicht sicher. Immer dann, wenn der Rückstand aufgearbeitet wurde. Fragst du aus irgendeinem bestimmten Grund? Ja, ihr habt beschlagnahmte Fracht, die ich brauche. Ich kann dich da nicht einfach reinlassen. Warum denn nicht? Überzeugen. Okay. Automatisch überzeugen? Geht das? Irgendwann probieren wir das mal aus. Ich will es irgendwie nicht ausprobieren. Sieh mal, ich verstehe, dass du hast deine Befehle, ich habe meine. Ich verstehe schon, du kannst nicht alle reinlassen. Regeln sind Regeln. Steh mir nicht im Weg. Würde dir nicht gefallen, was sonst passiert. Ich verstehe schon. Du kannst nicht alle reinlassen. Regeln sind Regeln. Du kommst hier nicht durch. Ups. Sieh mal, ich verstehe das. Du hast deine Befehle, ich habe meine. Ja, kenne ich. Haha, ja. Du kannst dich hier in X-Beliebigen durchlassen. Ich habe bloß noch einen Zug. Schon klar, muss hart sein, ständig Nein zu sagen. Ich kann das nehmen, aber... Das hat beim ersten Mal schon nicht so geklappt. Jetzt sagst du nein, aber wenn ich dich genug nerve, sagst du irgendwann ja. Wäre plus eins. Also geht leider nur noch das. Kollege, wenn du nie Platz machst, gibt's Ärger. Drohst du mir etwa? Ja. Du musst jetzt verschwinden, andernfalls rufe ich die Sicherheit. Okay. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Hallo Sicherheit. Kartenleser. Oh. Ich kann den Computer hacken? Lalala. Das geht. Ja, geil.
Bingo. Türsteuerung. Status geschlossen. Tür öffnen. Ja. Tür wird geöffnet. Okay. Tür offen. Oh. Interessiert ihn das gar nicht? Schnell rein. Okay. Lalala. Ist da noch was? Nö, nö, nö. Sieht nicht danach aus. Lalala. Ich hab gar nichts gemacht. Ciao. Hehehehe. Hä? Warum interessiert ihn das nicht? Ist dem Wurst? Strange. Okay. Was haben wir denn jetzt mitgenommen? Notizen. Verzeihung. Neue Items. Aluminium. Hier. Instant Haferbrei. Den haben wir mitgenommen. Wow. Und das Paket. Ja, geil. Perfekt. Auf geht's. Gib mal's ab. Benötigen Sie meine Hilfe? Nö, Vesco. Alles gut. Danke. Bleib mal hier. Chewie, danke. Nee, ich wollte gerade sagen, wir sind nicht zu schwer. Mir ist auch noch... Ich hatte versucht, oder ich wollte eigentlich mit den Außenposten, wollte ich gerne mir ein bisschen Geld verschaffen. Ja, ja. Aber... Das Problem... Was ich da... Ach nee, hier war das gar nicht. Da hinten. Das Problem, was ich dann festgestellt habe, ich wollte dann die Ressourcen, die ich geerntet habe sozusagen, wollte ich dann verkaufen. Aber die bringen beim Handel... Die bringen beim Handel einfach nur eins. Und das war ein bisschen schade, muss ich sagen. Hinten haben wir noch ein bisschen mehr, falls du etwas nicht findest. Das ist noch ein Laden. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Danke für deinen Besuch. Sieh dich ruhig um. Das mache ich. Dankeschön. Ich kann Transaktionen abwickeln. Und wenn du Fragen hast, schieß los. Finde ich super. Waren wir hier schon? Das ist ein netter Laden. Danke. Ist viel Arbeit. Aber es lohnt sich wirklich. Jo. Aber ich bin hier nicht alleine. Gerhard, mein Geschäftspartner, leistet hinter den Kulissen wahnsinnig viel Arbeit. Okay. Ich weiß nicht, wo wir ohne ihn heute wären. Wirklich. Der Gerhard. Hier waren wir schon, oder? Oh, die hat auch Ressourcen. Ja, geil. Nehme ich mit. Braucht man nämlich. Oh, das ist ja gut. Die hat also auch ein bisschen was. Ich habe nämlich für die Außenposten habe ich ein bisschen Sachen gekauft. Ich hatte zwischendurch mal 100.000 Credits und sowas. Und ja, interessant. Warte mal, geh noch. Sieh dich in Ruhe um. Ja. Die hat auch Munition. Oh, wie gut. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ultramag nehmen wir auch mit. Gut. Danke. Danke für deinen Besuch bei Jamison Mercantile. Ich bedanke mich. Macht's gut. Geil. Okidoki. Hey. Hey. Wer bist du denn? Raketenspezialist. Hi. Ich möchte einer Crew beitreten. Hast du Platz? Was? Ich bin interessiert. Was kostet mich das? Eigentlich nicht. Worauf bist du spezialisiert? Solange du ein ordentliches Geschütz an Bord hast, sorge ich dafür, dass deine Geschosse auch treffen. Hm. Nett. Ich verlange nicht zu viel, nur einen gerechten Anteil. 6.500. Ich überzeuge mal, weil wir müssen ja eh noch überzeugen, oder? War das nicht so? Ich glaube nicht, dass ich dir so viel zahlen sollte. Warum das denn?
Es gibt doch keinen guten, keinen Grund für uns, ein Problem zu haben, oder? Wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot warten musst. Du kannst nicht ernsthaft glauben, dass ich so viele Credits aus dem Fenster werfen würde. Wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot warten musst. Ich bin nicht verzweifelt, aber das ist ein gutes Argument. Wie gut! Hat geklappt. Gut. Abgemacht. Überzeugt, jawohl! Aber der hat bloß Raketensysteme 1. Ich nehme den jetzt erstmal nicht. Oder ist das ein Fehler, den nicht zu nehmen? Ich habe halt bloß eine Crew von 2. Und den müsste ich halt immer auf dem Schiff lassen. Ich könnte meinen Kollegen... Ich kann ihn ja wieder rausschmeißen, oder? Und 3200 sind jetzt nicht so viel. Komm, du bist dabei. Ja, genau. Crew kann gelandeten Schiffen überall zugewiesen werden. Aktuell keine Aufträge für Raketenspezialist. Ja, er ist nur Raketenspezialist. Aber der riesige Fan, den müssten wir eigentlich mitnehmen. Vesco muss auf dem Schiff bleiben. Unbedingt. Weil Schildsysteme, EM-Waffensysteme. Und ja, der müsste eigentlich immer mitkommen. Der Fan. Also Kevin. Wie weise ich dem zu? Ach, den muss ich dann rausnehmen, ne? Abziehen? Ja. Und dann kann ich... Den Raketenspezialist kann ich der rasenden Plötze zuweisen. Dann den riesigen Fan. Kann ich den auch mir zuweisen? Dass der mir mal hinterher rennt? Oder ich schicke den halt erstmal... Ich schicke den erstmal zu einem Außenposten. Kann ich gar nicht, oder was? Ach, der ist jetzt auf der Vanguard Raptor, oder was? Man sieht dann, wo die sind. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja. Ja, dann nehme ich den erstmal mit, weil der ist auf dem Schiff eindeutig sinnvoller als Dingsbums. Bin schon unterwegs. Jo, Ingo. Wir nennen dich Ingo. Oder John. John. John Lennon. Passt besser mit den Haaren. Ja, prima. Gut. Neues Crewmitglied einfach mal so. Ja. Wer... Energiewaffenspezialist. Ich suche Arbeit. Ach du Scheiße. Nee, gerade nicht. Sorry. Oh, was bist du? Hey, du da. Du kommst doch sicher viel herum. Hättest du auf deinem Schiff noch Platz für mich? Gerade nicht, tatsächlich. Nein, tut mir leid. In Ordnung. Dann gute Reise. Und falls du dich umentscheidest, findest du mich hier. Okay. Ja, die sind ja viel besser. Hallo. Bürger. Verteidigungsspezialist. Simon Barkowski. Du hast einen guten Tag erwischt. Scharfschießen, Trefferheit, Scharfschützen. Wow. Bist du geschäftlich hier? Ja, ich möchte nur einen von diesen starken Drinks, mein Freund. Prost. Nach einer langen Reise auf den Raumwegen geht doch nichts über ein kaltes Getränk. Da das hast du recht. Wohl gemeinsam. Weißt du, ich suche einen Job. Ich habe gerade als Waffentester bei MAST gekündigt.
Der ist echt gut. Was für Fertigkeiten hast du zu bieten? Ich bin Waffenexperte, insbesondere Präzisionswaffen. Hm, sieht man. Die meisten Reisenden haben gerne jemanden in der Crew, der mit Schusswaffen umgehen kann. Braucht man immer. Da hast du recht, tatsächlich, ja. Die würde ich eigentlich gerne mitnehmen, wenn wir irgendwelche Basen einnehmen und es ein bisschen schwieriger wird, weil der ist nicht schlecht. Das MEST beschäftigt Waffentester? Oh ja, jede Menge. Das MEST hat einen ganzen wissenschaftlichen Flügel, DRIP genannt, der ausschließlich neue Waffen für das UC-Militär entwickelt. Okay. Ich nehme an, du willst Barkeeper werden. Nein. Ich hoffe auf einen Platz in einer Crew. Viele Piloten machen auf dem Weg in die Stadt den Viewport halt. Ich dachte mir, irgendwann treffe ich schon jemanden, der mich anheuert. Hm. Der ist nett. Ich mag den ganz gern. Ja, heute ist dein Glückstag. Ich suche nach Leuten für meine Crew. Das gibt's ja nicht. So ein Zufall. Auf einem Schiff arbeiten klingt perfekt. Ich wollte sowieso gerne mal aus der Stadt raus. Was bietest du? What the fuck? 12.000. Könntest du dir vorstellen, für eine niedrigere Rate als sonst zu arbeiten? Ich bin ein vernünftiger Mensch, aber das ist zu wenig. Okay, nicht. Ja, tja. Der hat echt gute Sachen. Aber ich glaube, das mit uns wird erstmal nichts. Schade. Ich fand, wir verstehen uns gut. Aber falls du es dir doch anders überlegst, komm einfach wieder vorbei. Es ist toll hier. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Der war echt gut. Den sollte ich mitnehmen. Wer bist du denn? Der Hunter. Hi. Sonst traut sich kaum jemand an mich ran. Der Anzug schreckt alle ab. Aber daran bin ich wohl selbst schuld, oder? Ja, Darth Vader. Okay. Schreckt ab? Nein. Sieht nur so aus, als würdest du dir viel Mühe geben. Autsch. Dir geht es echt nicht darum, Freundschaften zu schließen, oder? Das war nicht böse gemeint. Naja, wer nicht gerade so heldenhaft drauf ist wie du, wird durch den Anzug abgeschreckt. Das ist schon praktisch. Ich wollte ihn nicht beleidigen jetzt, sorry. Dann bist du ein Söldner oder gehörst du zum Militär? Bin im Ruhestand. Hatte mehr Leben, als ich zählen kann. Oh. Aber das bin ich auch alles schon mal gewesen. Dieser Tage bin ich viel in den Randgebieten. Wer hier etwas will, der nimmt es sich einfach. Hm. Man könnte meinen, dass die Zivilisation und verfeindete Gruppen die Leute dazu bringen, aufeinander zu schießen. Aber nein, das Recht des Stärkeren ist universell. Ja, das ist immer so. Ja, es gibt genug Leute, die sich helfen, das stimmt schon. Aber im Großen und Ganzen ist es meistens so, dass jeder nur an sich selber denkt. Hinter dem Satz versteckt sich eine ganze Philosophie, oder? Oh, kann gut sein. Okay. Solange ich stärker bin, soll es mir recht sein. Da hast du recht. Warte mal. Führe ich zur Abwechslung mal eine echte Unterhaltung mit jemandem? Vielleicht? Das geht zu weit. Ist das nicht? Bestimmt wieder. Ja, bestimmt. Hat mich gefreut. Wir sehen uns. Ja, mach's gut. Der wird uns bestimmt abknallen, oder? Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Nissa! Hi! Hallo, Neue. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir was bringen? Ja, ich hab da was. Und zwar, ich hab ein Geschenk für dich. Jetzt ehrlich? Ja! Du hast sie? Ja! Ich will gar nicht wissen, wie du die bekommen hast. Okay. Hat keinen interessiert. Schon. Aber wahrscheinlich wäre besser nicht. Richtig? Ach ja. Nö, keine Sorge. Niemand musste dafür sterben. Hoffentlich. Für mich ist das eine große Sache, aber garantiert nicht wert, dass jemand zum Mörder wird. Ich bin einfach reingegangen. Ich kann dir versichern, dass es das alles wert war.
Du wirst sogar die erste Person sein, die den Cocktail probieren darf. Na dann, gib mal her, ich bin gespannt. Außerdem kriegst du Freigetränke. Sehr gut. Also, nicht unbegrenzt. Aber wenn du ab und zu mal einen Muntermacher brauchst, bin ich deine Frau. Finde ich gut. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber das hier war der schwierige Teil, denke ich. Vielen, vielen Dank nochmal. Denkt sie. Jo, super. 75, 3300 Credits. Supernova hinzugefügt. Sehr schön. Was gibt's Neues in der Stadt? Hm. Hab heute noch nichts Neues gehört. Tatsächlich? Apropos Neues. Einige sind davon überzeugt, dass David Barron, du weißt schon, der SNN-Moderator, eine Art Freestar-Sympathisant ist. Oh, okay. Wenn du mich fragst, ist das absurd. Klar, es gab ein paar Berichte über Aquila City, die nicht total kritisch waren, aber hey, warst du mal da? So schlimm ist das auch nicht. Tatsächlich waren wir noch nicht da, ne? Über sowas unterhalten sich die Leute, wenn sie auf den Flug warten. Du freust dich, gefragt zu haben, oder? Das sehe ich. Oh, du bist so süß. Ja, na gut, dann mach's gut. Du bist jederzeit wieder willkommen. Ja, Nissa, ich weiß, danke. Okay. Super. Dann gehen wir mal zu Sergeant Yumi. Genau, der sitzt da drin. Ja, ja, das lief doch, läuft doch ganz gut. Ich bin... Dass das so einfach geklappt hat, mit dem einfach da reingehen, das wundert mich. Aber, na gut. Achso, hier oben. Captain, Sergeant Yumi. Ja, ja. Ich bin schon unterwegs zu ihm. Wir gucken mal, was er hat. Wir müssten eigentlich auch mal Hauptquest einfach mal weitermachen. Das wäre vielleicht ganz gut. Sergeant! Geschichte mit dem Terrormorph. Bin ich über die kleinen Kriminellen froh. Ja, das glaube ich dir gerne. Was gibt's denn? Schön, dich unter entspannteren Umständen wiederzusehen. Mhm. Bist du zufällig wegen des Jobs hier? Aber jemanden von deinem Rang interessiert so etwas vielleicht nicht. Um was geht's denn? Ich habe das Schild draußen gesehen? Nee, habe ich nicht. Die sagen mir bloß alle, dass du irgendwas hast. Ein Job, erzähl. Security Officer in Teilzeit. Ein sehr flexibler Posten. Du kannst im Grunde immer arbeiten, wenn du Zeit hast. Ganz ohne Druck. Wir haben gerade ein paar Lücken im Dienstplan. Macy ist im Mutterschutz. José nach Cydonia ausgeliehen. Alles auf einmal, wie das oft so ist. Also kennt man, suchen wir jemanden, der die Lücke schließt. Interesse? Was muss ich denn machen? Ist diese Art Job meinem Rang nicht sehr... nicht mehr angebracht. Ich bin interessiert. Los. In Ordnung, Captain. Aber du solltest wissen, dass das weniger spannend ist als deine übliche Arbeit. Oh, das, wir machen das schon spannend. Mit Gedankenkontrolle. Keine Explosionen am Raumhafen. Nur gute alte Polizeiarbeit. Hm. Dein erster Auftrag ist ganz einfach. Geh zum Mast und rede mit Agent Platon von Aegis. Okay. Es wurde ein Paket an einen toten Briefkasten geliefert. Und die UC Security muss sich darum kümmern. Er erklärt dir alles. 250 Credits, okay. Was ist Mast? Na, das wissen wir inzwischen. Du hast Aegis erwähnt, wer steckt dahinter? Ja. Warum bringt nicht Aegis das Paket hierher, sondern ich? Gibt es noch Nachwirkungen des Terrormorph-Angriffs? Das ist interessant. Die gesamte Abteilung erholt sich noch davon. Ich eingeschlossen. In meinen Albträumen fällt sich mein Team immer noch gegenseitig in den Rücken. Dinge kann man ersetzen und Wunden heilen. Doch Vertrauen gewinnt man nicht so leicht zurück. Ja, da hat er recht. Glücklicherweise haben wir eine gute Arbeitskultur und neue Rekruten, denen du ein Vorbild warst. Wir werden es schon überstehen. Na, dann ist gut. Okay. Warum bringt Aegis das Paket nicht selber? Naja, du lieferst es zwar hier ab, das heißt aber nicht, dass es auch hier bleibt. Für den Grund musst du Aegis fragen. Mich geht das nichts an. Okay. Wer steckt dahinter? Aegis? Im Grunde der Geheimdienst der United Colonies. Alles klar. Denen geht es darum, Bedrohungen für New Atlantis vorzubeugen. Ist wie bei One Piece. Das ist zwar eine andere Abteilung, aber manchmal arbeiten wir zusammen. CP0. Wir legen also Wert auf gute Beziehungen zu ihnen. Erweisen wir Agent Platon diesen Gefallen. Dann hilft er uns vielleicht mal, wenn wir darauf angewiesen sind. Eine Hand wäscht die andere. Ja, da hat er recht. Das ist immer ganz gut. Alles klar. Bis später. Dann mache ich das mal. Warum ist bei dir immer noch... Wie läuft die Ermittlung? Bis später, Captain. Warum ist bei dir immer noch das Symbol?
Unter was läuft das jetzt? Hier, den Frieden wahren. Sprich mit Agent. Da haben wir's. Okay. Dann schauen wir mal, wo der ist. Oder ist der in dem Gebäude? Die Sicherheit beginnt mit Ihnen. Ist er nicht. Gut. Gut, machen wir die Aufgabe mal. Wenn wir einmal hier sind, da passt das ganz gut. Tja, mit Mode, ja, manche haben es, ne? Nicht so meins, aber gut. Hier, Dagobah. Das ist doch Dagobah. Nice. Da will ich hin. Zum Mass District. Da bauen wir dann unseren Außenposten. Wenn wir irgendwo mal Dagobah-Planeten finden, auf jeden Fall. Und dann suchen wir Yoda. Vielleicht haben sie ihn wirklich eingebaut. Wär irgendwie cool. Hätte was. Okay. Wir müssen einfach nur hoch zum Mast. Schwerkraft Punkt 91. Okay. Muss da mal ein bisschen gucken, welche Schwerkraft leicht halt ist und welche schwer oder wie sich das bemerkbar macht. Okay. Oh. Hä? Ich wollte gerade sagen, wow, zeigt mir doch das. Ach, ich hätte auch unten den Fahrstuhl nehmen können, ne? Schönen guten Tag. Ich muss mal Fahrstuhl nehmen. Ja, ich hätte auch unten den Fahrstuhl nehmen können. Egal. Verteidigungsforschung. Let's go. Hallo? Hübsch hier? Autorisiertes Personal only? Hier muss ich hin. Oder? Doch im Nebenraum? So. Hey, Freunde. Okay, hallo. Hallo. Was braucht Aegis? Oh Mann, das wurde genehmigt? Ich habe keine Ahnung. Ding Dong, wunderschönen guten Tag. Hallo? Je weniger Leute sich ständig Gedanken über Aegis machen, desto einfacher ist mein Job. Ja, du heißt Platon? Nein, meine Eltern wären nie so anmaßend gewesen. Jeder Agent bei Aegis kann ein Pseudonym wählen, das natürlich genehmigt werden muss. Und ich habe mich dafür entschieden. Für Seitdem Platon. Ist mir klar geworden, dass ich nicht ganz so klug bin, wie ich früher dachte. Ist wahrscheinlich niemand von uns. Das ist meistens so tatsächlich. Ja, was ist Aegis? Wir sind der Geheimdienst der United Colonies. Die UC Security reagiert auf Bedrohungen. Aegis verhindert, dass sie überhaupt erst entstehen. Okay, was machst du hier? Ich bin der Leiter von Aegis, der Geheimdienstabteilung im MAST. Ich beaufsichtige unsere Projekte und die Agents im Einsatz. Weitere Einzelheiten kann ich dir aber leider nicht nennen. Verständlich, okay. Nicht einmal jemand mit deinen Erfolgen kann die Freigabe erhalten, um mehr zu erfahren. Ist nichts Persönliches. Wenn du wüsstest, was ich weiß, ich bin nicht mal sicher, ob du das weißt. Also, da unten im Keller, da sitzt ein guter Freund bestimmt von dir. Ja, was kannst du mir über Aegis sagen? Du musst eigentlich nur wissen, dass wir den Bürgern dienen und die Guten sind. Ja, das sagen alle von sich. Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit der Bürger und des Besitzes der United Colonies. Schöner Baum. Wo immer sie auch sein mögen. So ein Bambus wir hätte ich gerne für meine... Naja, alles im Auge. Außenposten. Entschuldigung, ich höre dir gleich wieder zu. So einen hätte ich gerne für meinen Außenposten. Bisher gibt's bloß Kakteen. Ich hoffe, da kommen noch mehr Dinge. Ich würde meinen Außenposten gern hübsch machen irgendwann. Und das wäre interessant. Muss schwierig sein, über so wenige Dinge reden zu können. Man muss erst betonen, wenn man erst betonen muss, dass man zu den Guten gehört, tut man es meistens nicht. Genau. Diese Meinung kannst du natürlich haben. Und es gibt viele, die das ähnlich sehen. Trotzdem werden wir genauso auch auf dich aufpassen. Naja, mein Freund. Okay. Ich soll was für die Security abholen. Du machst jetzt Routinearbeit, Captain? Oh, das ist nicht? Eine schöne Belohnung dafür, dass du die Stadt vor Terrormorphs gerettet hast. Ich mach alles, wo es Geld gibt.
Kein Job ist mir zu minder. Ich brauche Credits dringend. Nö. Kein Job ist mir zu minder. Diese Einstellung hat wohl dafür gesorgt, dass du es überhaupt zum Captain geschafft hast. Aber die Abwehr einer Terrormorph-Invasion hat sicher auch nicht geschadet. Wie auch immer. Arschloch, halt mal die Fresse. Wir glauben, einer unserer Übergabepunkte ist aufgeflogen. Darum möchte ich, dass jemand von der UC Security die Sache übernimmt. Mhm. Bring das Paket zu Sergeant Yumi. Er wird es als Beweis aufnehmen, bevor es wieder zurück zu Aegis kommt. Alles klar. Später vielleicht. Was meinst du mit aufgeflogen? Warum hast du auf ein persönliches Treffen bestanden? Ich habe dem Sergeant gesagt, dass ich die Person für diesen Job zuerst selbst treffen will. Mhm. Ist nichts Persönliches, aber diese Art von Auftrag ist nun mal neu für dich. Natürlich hätte ich nicht erwartet, dass jemand wie du hier aufkreuzt, Captain. Du bist natürlich qualifiziert. Ja, ja. Jetzt wieder schmeicheln hier, ja? Was meinst du mit aufgeflogen? Wir gehen davon aus, dass andere Gruppen Bescheid wissen und so unsere Agents enttarnen können. Ah, okay. Da das Paket sich bereits dort befindet, können wir die Sache nicht einfach ignorieren. Damit uns keiner auf die Spur kommt, muss es jemand von außerhalb von Aegis beschaffen. Mhm. Okay, wo soll ich es abholen? Mit dem Netz zum Weltraumhafen. Direkt beim Bahnhof gibt es einen Galbank-Automaten. Ja, weiß ich. Das Paket klebt unter einer der Bänke. Bring es zu Sergeant Yumi, dann ist der Job erledigt. Alles klar. Was ist in dem Paket? Bloß die üblichen Berichte über auffällige Personen. Derzeit geht es uns eher um die Person, weniger um die Info. Okay. Alles klar. Viel Glück mit der Mission. Jo, gut. Dann machen wir das mal. Verzeihung. Wer bist du denn jetzt? Hier stand doch gerade noch jemand anderes. Hallo? Die Techniker müssen die Zahlen noch einmal überprüfen. Na dann, viel Spaß. Alpha Centauri, Taliman. Von Wolf haben wir schon gehört, da müssen wir als nächstes mit hin. Sol, das gehört alles zu den UC. Voli, Valo, Narion und Cheyenne gehören zu den United... zu Freedom-Dingsbums. Krix ist die Schlangentypen, oder? Und das ist noch nicht bestätigt. Ach nee, das sind die Schlangentypen. Unconfirmed. Und das sind Piraten. Auf Krix. Okay. Was ist denn los? Soll ich dich abknallen oder was? Was die mal wollen? Können nicht nett sein. Gut. Zur Haltestelle. Und dann holen wir das Paket. Ich glaube, ich weiß, wo die meinen, wo das liegt. Hopp. Bei der Bank war man nämlich schon mal. Beziehungsweise bei diesem Automaten, wo die Bank ist. Und ja, mal gucken. Bin gespannt. Und genau da, ne? Ja. Da hängt sogar tatsächlich. Zack. Na dann, bringen wir es zu Sergeant Yumi. Keiner, der es mir klauen will. Keiner, der mich abknallt. Was ist denn hier los? Okay. Ich hätte jetzt irgendwie was erwartet. Ich habe auch einmal... Ich habe einmal, wo ich in der Stadt lang gelaufen bin, habe ich in einer Art Tunnel ein Gespräch gehört, wo sich ein Mann und eine Frau und ein Mann unterhalten haben. Und kaum war ich da in der Nähe, haben die Unterhaltung abgebrochen und haben sich verpisst. Also... Irgendwie habe ich da höchstwahrscheinlich eine Übergabe oder sowas unterbrochen. Total unabsichtlich. Ja, Sergeant. Die Ermittlung. Hier, ich habe dein Paket. Gute Arbeit, Captain. Du warst für diese Aufgabe eigentlich überqualifiziert. Aber da wir unterbesetzt sind, bin ich froh, dass du gekommen bist. Kein Problem. Allerdings scheinen wir Glück zu haben. Was denn nur noch? In letzter Zeit gab es bei uns viel Zuwachs. Und alles nur dank meiner eigenen Initiative. Schön. Ich würde es mir nicht zur Gewohnheit machen, Leute von der Straße zu rekrutieren. Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, ja, gib mir nur die Credits. Ja, ja, gib mir nur die Credits. Dafür müssen wir dich zuerst registrieren.
die Formalitäten erledigen. Was? Keine Angst, war nur Spaß. Hättest dein Gesicht sehen sollen. Kann ich mir nochmal angucken. Aber gut. Falls ich mal wieder einen Job für dich habe, melde ich mich. Sehr gut. 3300 und 100 Erfahrungspunkte. Schön, freue ich mich. Danke. Sprich mit Sergeant. Ah, mein Lieblings-Security-Officer in Teilzeit. Wie läuft das Tagesgeschäft? Ist wie immer eine echte Plackerei. New Atlantis gilt als die sicherste Stadt in den besiedelten Systemen. Nett. Das kommt aber nicht von ungefähr. Es erfordert jede Menge Arbeit und reichlich Personal. Okay. Hat der immer wieder Aufträge für uns? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Momentan habe ich nichts für dich. Oh. Komm später wieder. Dann gibt es vielleicht was. Interessant. Der hat immer mal wieder was. Sergeant. Falls du Fragen hast, sag Bescheid. Jawohl, wir sehen uns. Okay. Interessant. Da werden wir ab und zu mal vorbeigucken, weil, ja, mal 3300, das ging ja jetzt fix, das war jetzt nichts Schlimmes. Okay, schön. Abgeschlossen, freue ich mich.